Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren Video hier mit dem Lotus-Simulator. Wir sind heute auf der Karte Sonnenburg V2 unterwegs, eine Karte von Mark 1972. Das Ganze ist natürlich auch schon im Steam Workshop veröffentlicht worden. Das könnt ihr euch schon seit einiger Zeit runterladen. Wir kämpfen hier allerdings mit starken Performance-Problemen. Deswegen ja, merkt man, dass Lotus doch so ein bisschen an meinem Rechner zehrt mittlerweile. Wenn die Karte natürlich schon ja, weit fortgeschritten ist, wenn sie halt ausmodelliert ist und nicht nur Häuser-Splines gesetzt sind. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute mal so ein Stück auf jeden Fall mal von der Linie 2 meiner Meinung nach angucken. Wir stehen hier, ja, wartet, das kann ich euch sagen. Auf der Linie 1 sind wir Findendorf Ankunft und wollen heute mal ja, uns die Karte mal angucken. Insgesamt beinhaltet diese Karte jetzt schon 4 Linien. Wir haben hier die 1, die 1E, die 2 und die 2E. Ja, wobei E hier wahrscheinlich eher für einen Kurzläufer steht und ja, die Linie 1 dann halt die reguläre Linie halt darstellen soll. Und das ist gar nicht so wenig Content, der hier drin steckt. Das sehen wir nachher, wenn wir am Hauptbahnhof ankommen, hoffentlich. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir rüsten mal auf. Eins, was man hier noch sagen muss, es gibt auch ein eigenes Repaint. Hier sehen wir, ne, Sonnenburger, ne, hier Sonnenburger Straßenbahngesellschaft MbH und eine FIS gibt es hier auch noch, also auch mit Ansagen ist das Ganze hier schon ausgestattet worden, also es ist schon richtig viel Content, der hier drin steckt und die Karte, die ist halt wirklich, also klar, wir haben jetzt hier noch so gerade an den, ja, ein paar Stücken sehen wir hier immer noch, da ist noch ein bisschen Luft, ne, noch dazwischen, wo wir halt durchgucken können, aber im Großen und Ganzen sind die Karten oder ist die Karte hier komplett ausmodelliert. Und das ist doch eigentlich mal so ein Ding, wo wir eigentlich schon sehr, sehr lange drauf gewartet haben, dass eigentlich mal eine Karte existiert, wo man halt auch entspannt drauf fahren kann. Deswegen würde ich sagen, wir stecken mal ein, rüsten hier auf und dann lassen wir uns überraschen, was das Ganze hier joa, mit sich bringt hier. So, wir sind auf der Linie 1, 001, 02, hoffentlich funktioniert das, Niederfeld, richtig. So, aha, da haben wir es, also auch schon mit richtig Kosen und alles was, also das ist großartig. Allerdings ist diese Karte nicht Multiplayer-tauglich, sie ist eine reine Singleplayer-Karte, also kann dementsprechend nicht im Multiplayer gespielt werden, was natürlich gerade bei so einer Kartengröße, ja, natürlich schon richtig geil wäre, wenn du dann halt verschiedene Routen hättest. Aber, naja, so ist das. So, Findendorf Abfahrt. Alles einsteigen lassen, bitte. Überlegt die ganze Zeit, ob es überhaupt mal eine Karte gab, die eigentlich schon so fortgeschritten war, dass man wirklich die komplette Linie fahren kann, die auch schon ausmodelliert ist. Also, dass wir jetzt nur noch Gleise haben oder sowas, sowas sehen wir hier gar nicht auf der Karte. Also, das ist schon mindestens so, dass hier schon mindestens Bäume und alles was platziert worden sind. Ja, also das ist schon da. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich mich jetzt recht jetzt überlege, ich glaube, da ist nicht wirklich viel von, dass wir einfach nur so leere Flächen haben. Die Karte ist auch für Bus ausgestattet, also hier wird auch eine Bus-FIS mitgeliefert. Ja, also auch da ist wohl schon, ist man schon dran auf jeden Fall. Maximale Geschwindigkeit hier auf der Strecke liegt bei 35 km/h. Ja, schneller geht's hier nicht. Also so ist es zumindest ausgeschrieben. Könnt natürlich hier schneller langfahren, aber macht natürlich nicht den Sinn. Ja. Und guckt euch das an hier, wie das hier ausmodelliert ist. Jedes Tor hat seine Steine. Deswegen, ich würde es nicht mal schaffen, wahrscheinlich hier, dass wir hier alles sehen hier so, ne? Also hier seht ihr hier zum Beispiel hier, ne, die Grasfläche, dann kommt hier die Haltestelle richtig schön eingearbeitet
Und auch wenn wir jetzt, wie gesagt, die ganzen Tore uns hier angucken, ne? Also auch hier hat man sich auf jeden Fall die Mühe gemacht, die Zeit gemacht, das Ganze hier dementsprechend halt auch so einzubauen. Hier der Gehweg denn hier an der Seite dann hier noch so lang, so dass wir das Ganze so ein bisschen abkürzen müssen, die Leute hier nicht über den Rasen laufen müssen. Und auch hier, ne? Also, ja, wenn das alles in der Polygonobjekte sind, na dann. Und auch verschieden noch, ne? Also. Aus dem Tor hier zum Beispiel die Curbstones und dann haben wir hier die normalen Pflastersteine. Also, ne, also diese Platten. Steinplatten, keine Ahnung, wie man die nennt. So. Findorf Schule. Ja, ne, hier merkt man es halt noch. Hier sind noch ein paar Leerflächen. Ja, man hat sich hier natürlich erstmal auf das Zentrum konzentriert. Ja, also das Zentrum ist komplett ausgebaut. Deswegen halt da auch wahrscheinlich die meisten Performance-Probleme. Also gerade bei mir. Ich musste leider Gottes meine Installation auch wieder verschieben. Ich hatte sie vorher auf meine D-Festplatte gehabt, weil durch die ganzen Workshops explodiert teilweise auch der Ordner von Notus mittlerweile. Ja, ist es natürlich so, dass ich von der SATA wieder rüber zur SSD musste, damit das hier Ganze Tick besser läuft. Das war unmöglich gewesen, hier irgendwas zu machen. So, links und rechts, 15. Ja, war es halt echt nicht mehr möglich gewesen, hier irgendwie groß was zu machen. So, Türe auf, bitte. Dankeschön. Aber durch diese Karte zeigt es mir doch endlich wieder, ja, die Flamme lodert wieder in mir. Ja, dass es wieder eine richtig schöne Strecke gibt, wo man halt auch nicht nur so, was ich, 5 oder 10 Minuten unterwegs ist und dann man eigentlich dann gefühlt alles gesehen hat, sondern dass es auch schon irgendwo, wahrscheinlich auf irgendeinem Rechner, schon fertige Strecken irgendwo verfügbar sind. Ja. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, dass die Community hier wirklich mitarbeitet. Ja, dass auch hier noch Content entsteht. Also die Bilder, die der Marc die ganze Zeit im Forum gepostet hat, die sahen schon wirklich exzellent aus. Ja, also es ist schon schön zu sehen. Und dass die Karte jetzt so veröffentlicht wurde, ist es natürlich schon ein absolutes Highlight. Ja, die Signale funktionieren hier noch nicht. Steht ja da, ne?
Weiß nicht, wie das bei der Straßenbahn ist. Aber ich denke mal, 3 km/h über den angegebenen Wert ist in Ordnung. Du bist noch nicht geblitzt. Auch schön hier mal so eingleisige Stücke zu haben. Wird auf jeden Fall nachher mit der KI dann interessant werden, wenn die drin ist, das Ganze dann dementsprechend auch funktioniert. Ja, so schaut's aus. Content ist natürlich wieder einiges, was ihr runterladen müsst vorher. Ich glaube, ist sogar vonnöten, dass ihr eine komplette Strecke runterladen müsst. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bin ich mir gar nicht so 100% sicher. Deswegen, das ist das, was ich meine. Ja, viele hauen dann da Strecken mit rein, die du dann halt noch zusätzlich runterladen musst, damit andere die dann auch spielen können. Und dementsprechend packst du natürlich auch schön den Speicher voll, ne, auf der Platte. Zumal es vielleicht eine Karte ist, die dich gar nicht interessiert oder die, ja, weiß ich nicht, ja. Musst du sie halt gezwungenermaßen mit installieren. Aber schöner als wie bei Obsi, ja, dass du jetzt hier nicht irgendwo noch irgendwelche einzelnen Sachen suchen musst, die dann nirgendwo mehr vorhanden sind. Ist ja auch immer löblich, denn. Ja, aber man merkt halt auch, ne, mein System ist nicht mehr das Jüngste. Das muss definitiv jetzt eventuell dieses Jahr auch auf jeden Fall ein großes Update bekommen. Damit das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen besser läuft. Klar, muss man davon ausgehen, das ist auch noch Early Access alles. Das ist alles noch nicht final. Dann weiß man auch nicht, wie hat der Modder jetzt gebaut, ne? Wo könnte man jetzt vielleicht noch Performance einsparen, damit das Ganze eventuell noch ein bisschen besser läuft. Aber im Großen und Ganzen kämpft mein Rechner hier wirklich schon stark mit Performance. So, die Türen auf. Weil, wenn man mal überlegt, wenn die Performance natürlich jetzt schon so ist, wie sie jetzt aktuell ist, ja. Und ich spiele nicht mehr, muss ich dazu sagen, auf den höchsten Einstellungsgrad. Also es gibt ja Tours nicht, ne? Dann gibt es Beste, dann gibt es Ausgewogen und dann gibt es Mittel, Schlecht und keine Ahnung. Ja, also sind wir hier schon mittlerweile an der Mittelstellung angekommen. Und wenn die Performance jetzt schon teilweise echt so ist, wie sie jetzt gerade ist hier, dann noch mit KI-Fahrzeugen, mit Umlaufplänen und so weiter und so fort. Eieiei. Nächste Haltestelle. Steinstraße.
So. In der Steinstraße angekommen. Zur Orientierung gibt es auch eine Karte im Lotus-Forum. Falls ihr euch mal verfahren haben solltet, könnt ihr die Karte zur, ja, nehmen, um euch wieder zu orientieren. Wie gesagt, manchmal ist es schon ein bisschen verzwickt hier lang zu fahren auf jeden Fall. Neuweiler Ring. Sollten wir vielleicht nochmal weiter schildern. Nächste Haltestelle. Neuweiler Ring. So. Aber es scheint zu besser zu laufen auf der SSD. Also es war auf der normalen SATA-Platte keine Möglichkeit mehr. Da war es jetzt schon so gewesen, ich habe einfach nur noch gewartet, bis die Straßenbahn anfängt zu springen. Kennt ihr ja bestimmt alle aus OMSI. Wahrscheinlich. Ja, auf das habe ich nur noch gewartet. Aber ihr seht schon hier, ne? Also die Performance, die geht richtig in die Knie. Teilweise auch hier die ein bisschen Bäume zu geschuldet, ne? Natürlich absolute Polygonfresser. Obwohl eigentlich nicht mehr. Laut den neuen Bäumen sollen sie ja nicht mehr so heftig sein. Ja, aber er versucht schon auf jeden Fall das Ganze so gut wie möglich zu machen. Die Bäume, die wir da dazwischen sehen, die sind zum Beispiel nur diese 2D-Bäume. Ja, sodass natürlich Performance gespart wird. Halt an den Straßenrändern direkt halt. Ne? Da sind dann natürlich die 3D-Bäume. Also hier muss man wahrscheinlich wieder rausfummeln, wo hier das Problem liegt, vielleicht einfach schon zu viele Objekte auf einer Kachel oder sowas. Das weiß ich hier nicht. Aber wie gesagt, das ist halt mein System. Wie gesagt, das kann natürlich auch wirklich mega, mega alt sein. Gefühlt, aber ja, lässt mich ja hoffen. Lässt mich ja hoffen. So, hier haben wir die 2E, 1, E2 und 1. Wie gesagt, Bus gibt es hier auch noch. Das ist hier auf der Straßenseite. Bahnhof ein Ausstieg, Bus C von Waldhausen endet hier. So, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mal uns versuchen so rauszuzoomen, ja, wenn wir mal in die F4 an sich gehen und zoomen jetzt mal ein bisschen raus, dann seht ihr schon, was hier eigentlich alles drin steckt. Ja. Also nach links und geradeaus und es ist nicht wenig Content, der jetzt hier mittlerweile drin steckt. Wie gesagt, im offiziellen Lotus-Forum gibt es ein Bild, da sind halt wirklich beide Linien drauf eingezeichnet und dann seht ihr auch, was für ein Umfang da mittlerweile drin steckt. Boom.
Nächste Haltestelle. Schmiedehof. So, jetzt sind wir wieder an den Punkt angekommen, weißt du, wo ich nur drauf warte, dass die Straßenbahn jetzt anfängt zu wippen. Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass er extrem langsam erst aufbaut. Ja? Also es ist ja auch noch klar, Spiegel frisst alles Performance, da wollen wir gar nicht drüber streiten. Ja, aber das ist hier, wie gesagt, ich stelle es mir halt bloß vor, wenn hier noch die KI fährt und alles was, ja, die ja nun mal in den Startlöchern steht. Also bedeutet das halt auch, jeder Modder versucht auf seinen Karten, ja, die KI zum Laufen zu bringen. Und da ist jetzt schon, ich sag mal jetzt hier irgendwie in meinem Fall jetzt, bei dieser Performance, das kannst du knicken. Denn Lotus schafft ein geheimes Rezept, das gar nicht auffällt, dass die KI auf der Karte unterwegs ist. Nächste Haltestelle. Promenade. Vorsicht beim Aussteigen. Ja. Ist gar nicht, ob ich das komplett hinbekomme. Ich glaube nicht. Wir werden uns jetzt bestimmt gleich richtig verfahren. Die Karte, die ich gerade nicht offen habe. Ich habe sie mir auf den Desktop extra gelegt. Ich gleich mal reinlinsen. Aber wir müssten jetzt den links abbiegen. Mal die Karte aufgemacht. Jetzt können wir sie auch zu Ende fahren, glaube ich. Ja, weil ich hier blinken muss. Haltestelle Neumarkt Hauptpostamt. Wer natürlich geheime Performance-Tipps kennt, ja, könnt ihr mir gerne zukommen lassen. Nehme ich sehr gerne an. Weil ich habe ja nur wieder was falsch eingestellt oder sowas. Allerdings habe ich jetzt so von den letzten Sachen her nichts groß verändert. Und die liefen ja alle. Ja. Ich meine, das ist bei Straßenbahn vors Haus ist genauso.
dass die Performance da teilweise echt in den Keller fliegt. Aber hier ist es halt gefühlt in der kompletten Innenstadt halt, ne? Also, das ist natürlich dann schade, trübt den Spaß irgendwo, weil mit 60 FPS hier langfahren, das ist bei mir hier nicht möglich. Und was soll ich da sagen, ne? Das ist, wie gesagt, das ist bei Straßenbahnforsthausen genauso. Irgendwo sind da echt fiese Sachen drin, die halt... Vielleicht sind die Kacheln zu groß. Ah. Ach, den brauche ich gar nicht. Den brauche ich nicht. Das Schlimme ist, das wird ja nicht besser. Das nimmt immer mal weiter ab. Sozusagen, aber auch noch, ne, zudem kommt natürlich auch das Ganze, dass ich das Ganze noch aufnehme. Und dass ich das Ganze ja nur in 4K spiele, ja, weil es gibt ja keine Möglichkeit, die Auflösung hier zu verändern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch persönlich immer nicht einsehe, dass ich mir so ein bisschen extra Arbeit machen muss. Immer mein Desktop hier irgendwie immer aufzuräumen, ja, weil ich danach dann vom Windows her, klar, kannst du die Einstellung halt ändern, ne, dass du auf Full HD gehst oder sowas, aber es sollte eigentlich in jedem Spiel heutzutage schaffbar sein, dass man die Auflösung ändern kann. Das kommt dann natürlich auch noch ein bisschen dazu, was natürlich die Performance zieht. Fällt mir gerade mal so ein. So, Türen auf. Ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare dazu posten. Läuft es bei euch besser als bei mir? Denn wie gesagt, nutzt doch mal die Kommentarfunktion und schreibt es unten mit rein. Mich würde mal das brennt interessieren. Vielleicht sollte ich das echt nochmal testen, das Ganze nochmal versuchen, halt mal in Full HD nur zu testen, ob die Performance da auch denn so in den Keller fällt. Weil normalerweise, also ich nehme es natürlich halt nur in Full HD auf. Ja, weil bei OBS kannst du es ja halt einstellen, was für eine Auflösung er aufnehmen soll halt. Ja, aber ich selbst muss halt immer mit dieser Auflösung spielen, die im Windows halt dargestellt ist, also 4K. Und ja, da Lotus halt keine, wie gesagt, die Möglichkeit halt einfach nicht bietet, ja, dass ich das Ganze da in dem Spiel regeln kann, ne, müsste ich halt immer vorher, bevor ich Lotus aufnehme. Nächste Haltestelle. Rothauser Straße. Sind wir jetzt getrunken? Nein. Oder? Jetzt will ich mal ganz kurz. Geht denn nach links und nach rechts? Johanneskirche? Ja, da waren wir jetzt gerade. Achso, sind wir wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt bin ich raus, weil das erkennt man jetzt an dem Plan auch nicht irgendwie. Thank you.
Das ist schon mal die Rothauser Straße. Allerdings steht hier nicht drauf, welche Linie. Ah, doch, da. Eins. Super, richtig. Sieht man ja richtig. Ach doch, da sind wir. Ah, okay, ja, Entschuldigung. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Jetzt habe ich auch den Platz wieder entdeckt hier auf der Karte. So, wie gesagt, da gibt es noch die Linie 2. Die führt dann von Gartenstadt nach Nordstadt. Es gibt hier auch einen Betriebshof auf der Karte, ist verbaut. Da sind wir jetzt natürlich überall nicht dran vorbeigefahren. Da müsste man die Linie zweimal fahren. Aber die führt halt auch wieder komplett durch die Innenstadt. Doch, fährt. Und vielleicht müsste man da mal gucken. Das könnte man vielleicht dann mal benutzen, um das Ganze mal zu schauen, wie das in Full HD einfach läuft. Ob sich der Performance hier irgendwas tut. Aber ne, wir fahren jetzt raus aus der Stadt. Man sieht sofort die Performance, die steigt ganz langsam, aber wieder nach oben. Also wird jetzt der RAM vielleicht ein bisschen entlastet. So, aber wie gesagt, das wird die vollen Programm mit Multiplayer, mit KI, mit Umlaufpläne, mit Menschen. Bis das alles da ist, wird es wahrscheinlich auch noch 20.000, zigtausende Performance-Patches geben. Ja, keine Frage. Aber so mal die Lage hier auf meinem Rechner. Ich kann ja nur mal von meinem Rechner sprechen, ich kann ja nicht von der Allgemeinheit sprechen. Nächste Haltestelle. Gera-R-Straße. Ne, ist richtig. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen gequatscht und alles sowas, ne? Fällt ja nun mal nicht aus, wenn man so Let's Player ist und sowas, dass man quatscht. Und am besten quatscht es sich nur mal, wenn man... So, ich habe die Außenbeleuchtung schon angemacht. Am besten quatscht es sich natürlich, wenn man steht halt, ne? So an sich seht ihr ja die Fahrzeit, die jetzt hier auf der Linie 1 jetzt hier ist. Das ist schon ordentlich Content und wie gesagt, ihr habt ja jetzt zum Beispiel gesehen jetzt, also Leerflächen gibt es hier wirklich, wirklich wenige. Das ist halt wirklich schon alles wirklich ausmodelliert. Und dann bin ich doch durchgekämpft durch die Karte hier. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich das Ganze jetzt hier abgefahren bin. Erfurter Straße. Hier bitte umsteigen zur Buslinie B nach Berghof. Ja, wie gesagt, auch mein erstes Mal, dass ich die Karte jetzt hier komplett abgefahren bin.
Nächste Haltestelle ist dann schon Niederfeld, also da ist schon eine Endhaltestelle. Ja, gerne wie gesagt in die Kommentare, was haltet ihr, wie gesagt, von der Karte? Seid ihr selbst schon gefahren? Und wie ist eure Performance auf der Karte? Denn wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt unten alles mit rein. Würde mich persönlich mal dringend interessieren. Und ja, wie gesagt, ich werde das Ganze, wir werden uns die Linie 2, denke ich mal, nochmal angucken. Vielleicht jetzt nicht gleich morgen oder übermorgen, aber wir werden es uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Allerdings werde ich mal gucken, dass ich mal daran denke, die Auflösung mal von meinem Desktop runterzustellen, damit wir das Ganze mal gucken können, ob das performance-technisch was hermacht, ob wir das Ganze in Full HD spielen oder in 4K. Ja, normalerweise weiß ich, 4K ist natürlich super, super, klar, das ist halt Pappenstiel. Ja, aber wie gesagt, warum verstehe ich nicht. Warum kann man das jetzt halt nicht in Lotus jetzt halt umstellen? Warum muss ich dafür jetzt meinen kompletten Desktop immer umstellen? Weil dadurch, dass ich es halt umstelle und ich weiß, jeder kennt seinen Desktop, ja, da sind ein paar Symbole drauf, so sogenannte Icons, ja, wahrscheinlich verstreut. Ich habe hier zig Ordner drauf, damit ich halt immer schnell drauf zugreifen kann und so weiter und so fort. Ja, jedes Mal, wenn ich das Ganze dann in 4K, ja, oder in Full HD runterstelle, ja, verschiebt er meine sämtlichen Ordner. Und das bringt meine Ordnung durcheinander, okay? Macht er nicht, wenn ich das im Spiel ändern könnte. Dann geht er ja danach wieder zurück in seinem Normalzustand, in seinem 4K-Zustand und dann ist er alles wieder da an der Stelle, wo es halt hingehört, ne? Zur Ankunft in Niederfeld, wartet. Nächste Haltestelle. Niederfeld. Hier bitte umsteigen zur Buslinie B nach Braunsberg. Weißt du gar nicht die Endhaltestelle hier? Interessant. So, mit 15 dürfen wir hier. Ist ja auch schön, dass halt darauf schon, ne, geachtet wurde, dass auch alle Schilder hängen. Ich glaube, überall sind Oberleitungen vorhanden. Ja, auch hier, also das Ganze halt soweit schon fertig. Also hier muss man wirklich ein großes, großes Lob an dem Mark ausrichten. Da hat hier eine wundervolle Karte geschaffen, ne, für die Performance. Ja, ist jetzt natürlich, kann er jetzt nichts großartig für, ne, wegen Early Access und sowas, ne, da brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Aber so an sich. Nächste Haltestelle. Niederfeld. Fahrtende. Bitte alles aussteigen. Aber es ist halt eine wundervolle Karte geworden. Sie ist mega, mega riesig. Ja, das ist kein Geheimnis. Ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie die zukünftigen Updates hier auf der Karte aussehen werden. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier bestimmt noch die restlichen Ecken dann zu Ende gebaut werden. Und vielleicht geht man danach nochmal so ein bisschen ran an die Performance, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die KI steht auch in den Startlöchern. Ja, das ist ja nun mal auch schon bekannt. Also von daher, ja, gibt einiges zu tun noch hier im Lotus-Simulator. Und für jeden einzelnen Modder, der eine Karte hat, dementsprechend natürlich auch. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Linie 2 werden wir uns bei Zeiten auch noch angucken. Dann werden wir mal schauen, ja, am Betriebshof mal vorbeifahren. Und dann gucken wir das Ganze mal, ob es einen großen Unterschied macht, ob wir das Ganze in 4K spielen oder halt in normal Full HD, was die Performance da von sich her gibt. Lassen wir uns am besten überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr so lange dabei wart und dass ihr mit mir die Zeit zusammen durchgestanden habt, dass das Ganze hier so doch ein bisschen geruckelt hat und so weiter und so fort. Ne? Kann ich leider nicht ändern. Wenn wir hier mit 60 FPS durchgefahren wären, wäre die Folge wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nur 30 Minuten lang statt 40 Minuten wie jetzt. Aber so ist das halt. Man kann es halt alles irgendwie nicht wirklich kontrollieren. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.